Ja, ich möchte jetzt gleich anschließen, was Corona betrifft, aber ich möchte das ein bisschen trotz allem fortschrittlich und hoffnungsvoll formulieren. Ich möchte sagen, Sozialismus o muerte, diese Parole, Sozialismus oder Tod, kann im Zeichen von Corona eigentlich eine neue Bedeutung gelangen. Zum Beispiel China. China hat nicht nur in einer beispielhaften Arbeit es geschafft, seine schlimmste Krise zu überwinden, noch nicht ganz überwunden im Juni, sagen die Politiker, könnte es soweit sein, dass sie soweit sind. Dennoch weitet China seine Hilfsmaßnahmen für besonders schwer von Covid-19-Pandemie betroffene Länder aus. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf auf dem Flughafen Rom Fiumicino ein neunköpfiges Expertenteam aus der Volksrepublik ein, um Italien im Kampf gegen den Virus zur Seite zu stehen. Mit an Bord des Airbus A350 von China Eastern waren 31 Tonnen medizinisches Material, darunter vor allem Schutzkleidung, Intensivpflegeausstattung. Schon am Mittwoch war ein Flugzeug mit Hilfsgütern aus der ostchinesischen Provinz Zhejiang nach Italien aufgebrochen. Die Maßnahmen folgen einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Chinas Außenminister Wang Yi und seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio. Wang sagte dazu, Beijing wolle sich mit den Hilfsmaßnahmen für die wertvolle Unterstützung aus Rom während der schlimmsten Phase der Epidemie in China bedanken. Italien ist bereits das dritte Land, in das Beijing ein Team von Medizinern und weiteren Experten zur Bekämpfung der Pandemie entsendet. Zuvor waren chinesische Spezialisten bereits im Iran und in Irak eingetroffen. Chinesische Hilfslieferungen vor allem Gesichtsmasken und weitere Schutzkleidung, aber auch Testkits sind mittlerweile ebenfalls in mehrere Länder geflogen worden, darunter neben Iran und Irak auch Südkorea und Japan. Und es kommt dazu, jetzt zu der Parole Sozialismus o muerte, Sozialismus oder Tod, das erste Medikament, nicht als Impfstoff, aber als Medikament, könnte ein Schlüssel zur Behandlung vom Coronavirus sein. Es wird hier nicht anerkannt natürlich, aber Kuba hat wirklich medizinisch etwas Tolles erreicht. Das kubanische Pharmakon Rekombinantes Interferon Alpha 2b, IFNREC, ist eine von 30 ausgewählten Medikamenten, um das Coronavirus in China zu bekämpfen. Es sollen laut Medienberichten bisher bereits über 1500 Patienten geheilt haben. Seit dem 25. Januar wird es in der chinesisch-kubanischen Werk Shan Heber in der Provinz Jilin produziert, wie die kubanische Botschaft in China mitteilt. Wie sieht es hierzulande aus? Hierzulande wird viel verkündet, aber es wird auch nicht viel geholfen. Die Menschen werden im Grunde genommen alleine gelassen. Wir haben die Nachricht, dass ein Prominenter, der Johannes B. Sowieso erkrankt ist, und er schreibt ganz stolz im Internet, er hätte morgens etwas Fieber bekommen, etwas Schnupfen bekommen und hat dann abends gleich einen Test bekommen. Die Leute, die nicht prominent sind, bekommen diesen Test nicht so schnell. Und das möchte ich auch allen sagen, kann Tage dauern, sie werden abgewimmelt, sie werden nicht getestet, höchstens wenn sie beweisen können, dass sie mit einem Infizierten zusammengetroffen sind oder ganz schwere Atemnot haben. Es wird hier in diesem Land nicht viel gemacht und wir sind auf uns selbst gestellt. Wir als Gruppe bleiben noch hier, wir hören noch nicht auf, auch heute nicht, auch nächste Woche nicht.
aber in kleinerem, mit kleinerer Besetzung und sagen euch rechtzeitig Bescheid, wann wir wegen dem Coronavirus unsere Kundgebung unterbrechen müssen. Dennoch, die Hoffnung stirbt zuletzt und wir dürfen auch nicht in Panik geraten. Liebe Leute, gerade die Älteren, wir raten doch, und was immer gesagt wird, versucht möglichst viel zu machen, euch die Hände zu waschen und so weiter, was gesagt wird, und versucht euch zu schützen, weil das gehört auch dazu. Es gehört nicht nur dazu für euch selber, sondern als Solidarität auch für die anderen, die vielleicht schwächer sind und die ihr vielleicht anstecken könnt. Denn Solidarität ist heute umso mehr angesagt.